Ja, meine Frau ist auch so. Also meine Frau hat kein Bild von sich im Internet. Ja. Die hat sogar das Profil. In diesem Thema bin ich drin, weil wegen Dings. Er hat mir gesagt, habe ich ihm gesagt, so Bruder, ganz ehrlich, so Mutter und so. Sie hat am Ende gesagt, ich so, Mama, ich will dich nicht aufnehmen, komm du in den Hintergrund einfach und setz dich in den Hintergrund, dann hört man nur deine Stimme, reicht ja. Sie meinte, egal, ich sitze ja nur hier und dann passt das schon einmal. Das ist ihre Entscheidung gewesen. Eigentlich wollte das auch selber bis zum heutigen Tag nicht. Sie wurde vielleicht hier und da mal bei Ausschnitten gesehen, wo sie auf meine Haare reagiert hat oder so. Weißt du, für ein paar Sekunden, aber jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache ein Video mit meiner Mutter. Aber warum machst du das mit mir dann? Ja, du bist Legende. Es gibt ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ja selber einen Hund gehabt. Mehrere Hunde. Er hatte selber Hunde gehabt. Ja, ja. Aber er hat aus seiner, also aus seinem Leben wissen wir alle, also als Muslime, das ist jedem klar, dass er die Hunde aber nicht zu Hause gehalten hat, sondern draußen, als Nutztiere, als Jagdhunde. Das weißt du, 80% so, 20% genau. Weniger Prozent sagt er dagegen. Genau, es gibt aber keinen, ich sag jetzt mal, keine Quelle, die sagt, dass er die zu Hause gehabt hat. Das ja, heißt, dann, aber die Hunde drinnen im Haus waren okay. Und damit gelebt hat, das meine ich. Und dann die Wahrheit Hadithe ist, das ist dann Bukhari steht, das ist dann richtig wahr, 100% Hadithe. Es kommt darauf an, immer welche. Ja. Bukhari, Bedül, Haq, 7. Ich kenne das jetzt nicht vom Kopf, muss man immer selber recherchieren. Bukhari ist ja. Bukhari ist eigentlich sehr bekannt dafür, dass er. Ja, ja, das ist ja nach Koran mehr geglaubter. Hadith, genau, Sahih Bukhari und so. Genau. Ja, weil der hat dann alles zusammengenommen, weil Millionen Hadithe, der hat 750. Ich glaube, ein paar tausend, ich glaube, 750 habe ich so recherchiert. Ein paar mehr. Ist denn, hat er gesagt, das ist wahre Hadith. 100% richtig. Ach so, das ist ja. Es gibt einen Unterschied zwischen richtig starke Hadith, starke Hadith, mittelstarke Hadith. Ja, starke Hadith. Da gibt es einen Unterschied. Ja, und dann da steht, wenn so. Hund und Bilder drin von Menschen, von Tieren zu Hause. Genau, das ist der Hadith. Da kommt kein Rahmet Melek. Kommt keine Engel. Nicht alle Engel, Rahmet Melek. Rahmet heißt. Die Barmherzige. Ja, Barmherzige. Engel kommt nicht rein. Jeder hat zu Hause Bilder. Oder okay. Nicht? Ich auch. Wir reden sofort weiter. Kann das heißt, genauso wie Hund. Genauso wie Hund kommt bei dir kein Engel über die Hadith. Stimmt das? Aus Begierig Schöpfen, Jim. Darf ich kurz Einleitung machen? Genau, lass mich kurz Einleitung machen und dann hast du die Frage im Kopf, okay? Was geht YouTube? Ich bin's wieder, JMTV. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier mit unserem Bruder, Salam Aleikum, Islam Bayern und meinem Vater und meiner wundervollen Mama. Erste Mal ist meine Mama dabei, deswegen bitte ich euch respektvoll in den Kommentaren zu bleiben, Leute. Das ist das erste und letzte Mal, dass wir auch so ein religiöses Thema aufmachen, das schon mal dazu, weil eigentlich wollen wir in so religiöse Themen und politische Themen gar nicht reingehen. Okay, aber das ist jetzt entstanden durch die Aussage von mir und dadurch, dass du dann eine Story direkt darüber gemacht hast, dass ich... Er war total beleidigt, also, das war nicht ja, das Ding ist, ich frage mich, Bruder, jetzt mal Angesicht zu Angesicht und wir reden ja auch ehrlich und bleiben auch ehrlich und vernünftig und sachlich. Warum schreibst du mir dann nicht zu der Aussage, ey Bro, ich sehe das anders so und so und willst du mir als islamischer Bruder was mitgeben und machst dann direkt eine Story und gehst dann direkt in den öffentlichen Raum damit? No, schöne Frage. Sorry, schöne Frage, fand ich aber nicht richtig. Ich sag das ehrlich, meine Meinung. Warum ich das jetzt bei ihm also gemacht habe, ohne ihn jetzt, habe ich dich persönlich irgendwie angegriffen, gesagt, ja, du bist ein Idiot oder so. Nein, das natürlich nicht. Das mache ich ja auch nicht. Ne? Sonst dein Vater hätte so gemacht. Nein. Also, warum ich das mache, ist, wenn du in der Öffentlichkeit bist und du gibst in der Öffentlichkeit ein Statement, dann musst du halt auch damit rechnen, nochmal unabhängig jetzt vom islamischen, ich sage dir gleich den islamischen Hintergrund, musst du damit rechnen, dass Leute auch in der Öffentlichkeit dann dich auch sozusagen logisch, dafür angreifen könnten oder korrigieren können. Das ist normal. Das ist was ganz Normales. Ne? Das heißt, ich bin ja da. Ne? Wir sind ja, es gibt ja Likes und Dislikes auf YouTube. Ne? Es gibt ja nicht nur Likes. Ne? Du kannst auch nur disliked werden. Ne? Das ist nicht alles, was du machst, ist gut. Ich mache ja auch Fehler, dann sehe ich das an Videos, die vielleicht mehr gedisliked wurden. Okay, das ist ein Signal für mich, ein Feedback, ein gutes Feedback. Und dass ich jetzt zum Beispiel diese Story gemacht habe, die kam vielleicht so ein bisschen provokant rüber, kann ich mir vorstellen. Ich kannte dich nicht. Jetzt eben deswegen. So es tut mir leid, das war nicht beabsichtigt. Das war also erstmal das. Ne? Deswegen das, ja, haben wir eingeladen. Genau, haben mich eingeladen. Direkt provokant nicht sehen. Weil das ja so kam, habe ich gesagt, okay, du machst öffentlich, Bruder, dann lass uns öffentlich direkt reden. Genau, Verstehst du? Warum ich das jetzt öffentlich gemacht habe, sehr, sehr wichtig. Warum ich öffentlich darüber gesprochen habe, du hast es ja an die Öffentlichkeit gebracht und viele Leute haben mir deswegen geschrieben, ich sage, stimmt das, dass
das mit Hunden, guck mal, der Jam TV sagt das, und ich kannte dich bis zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, zufällig, an dem gleichen Tag habe ich ein Video von dir geschaut, was ganz anders war, und ich kriegte eine WhatsApp-Nachricht von einem Kollegen, ey, schau dir mal das Video von dem, dem, ich guck's dir Jam TV, ich guck doch gerade ein Video von Jam TV. Zum ersten Mal, subhanallah, genau, ich so, was ist das? Und Zeitpunkt, ich glaube, ich habe die Sprachnachricht noch. Ja, ich glaube dir, das brauchst du nicht. Wenn ich die Sprachnachricht noch habe, sag ich dem Bruder, ich guck genau jetzt noch von Jam TV und du schickst mir davon zum ersten Mal in meinem Leben. So, ne? Und, hey, ist was Lustiges. So. Ja, also, ja, im Islam ist ja alles vorgeschrieben. Ne? Ist Maktub. Und das ist halt durch Zufall, oder nicht Zufall, sondern wirklich einfach so geplant gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du machst in der Öffentlichkeit sowas, dann ist das auch islamisch gesehen nicht verwerflich. Ne? Wenn jemand in der Öffentlichkeit etwas verbreitet, vielleicht, was auch falsch ist, ne? Dass man in der Öffentlichkeit auch darauf reagiert. Das ist islamisch gesehen nicht falsch, ist auch nicht haram. Das ist auch nicht verurteilt. Das ist ein Riesenunterschied, wenn ich jemanden verurteile, weil er eine Sünde gemacht hat. Ne? Oder wenn ich zum Beispiel, ich habe ja über Mohammed Salah gesprochen auf TikTok einmal. Ne? Okay. Hat, keine Ahnung, viel Views, so viel. Ich glaube, 2 Millionen Leute haben es gesehen, innerhalb von 24 Stunden, ganz schnell. Und da habe ich gesagt, dass das ein schönes ist, dass Mohammed Salah als Vorbild Weihnachten feiert. Ich habe nicht gesagt, er ist ein schlechter Mensch, er ist Katastrophe, gar nicht. Und alle sagen, du darfst nicht, weil Allah nur urteilt und so. Es ging nicht um Urteil. Wenn wir nicht darauf hinweisen, nur darauf hinweisen, dass das nicht in Ordnung ist, dann macht das keiner, dann machen alle, was die wollen. Alle. Ne? Und keiner weiß so ein bisschen, vor allem, wir sind viele kleine Kinder, die auch dir zuschauen oder auch an Mohammed Salah zuschauen und sagen, boah, der Jam TV sagt zum Beispiel jetzt, ah, Hunde zu Hause, ich hole mir einen Hund. Und dann kann das zu Problemen führen. Wir können ja gleich nochmal über die Thematik sprechen, inshallah. Das sind ja noch die Ansichten, die halt jetzt in der Hinsicht geteilt sind. Die sind noch im Raum jetzt gerade. Die sind noch im Raum, genau. Und das ist der Grund. Also es geht nicht, ich habe das schon bedacht. Also wenn ich jetzt Haram gemacht hätte, also machen würde in der Öffentlichkeit, wäre das nicht gut, kann passieren. Ne? Ich bin ein Mensch, der auch Fehler macht. Ja, klar. Ich habe auch mal Videos gelöscht, wo ich dachte, die Wortwahl war nicht schön. Habe ich ja, auch jeder gemacht. Ich bin der Letzte, der sagt, ich will Klicks, und ich habe schon Videos gelöscht mit mehreren Millionen Aufrufen. Einfach so. Aber auf TikTok, nicht auf YouTube. Ne? Ja. Und einfach so, weil ich dachte, Khalas, das ist nicht gut. Und also ich bin der Letzte, der einfach Schlechtes möchte. Und ich habe mir auch überlegt, soll ich jetzt ein Video machen, sogar auf YouTube darüber? Ich dachte, Khalas, wir haben miteinander geredet, wir lassen das. Wir lassen das offen und reden. Und jetzt haben wir uns in Alhamdulillah getroffen. Anstatt dass die Leute immer gerne diesen Beef sehen wollen, einer gegen einer auf YouTube. Nein, ich finde das gar nicht schön, gar nicht schön. Bruder, deswegen. Manchmal muss das sein, aber ich finde das. Sorry, dass ich das Wort unterbreche, aber genau deswegen, wegen diese. Der beeft sich mit dem, der beeft sich mit dem, das geht über Jahre, dann wollen die sich die ganze Zeit boxen, passiert nichts, habe ich ja das Format James Cox Battle gemacht, damit Leute, die sich beefen, sich einfach boxen. Weißt du? Ja, einfach boxen. Und jetzt sind die ganz gute Kollegen geworden. Ja, aber das haben die sich vertragen. Hat das ja auch gemacht. Ich war der Ringrichter. Ich habe Bahar sein Gesicht reingewaschen dadurch. Yani dadurch hat er seinen Mann nochmal bewiesen, verstehst du? Konnte sich beweisen. Der hat ja komplett katastrophales Bild. Mich hat nicht gejuckt, wer der ist oder was andere über den sagen. Ich bin allgemein ein Mensch, der nicht über das Internetbild urteilt, sondern ein persönliches Urteil, wenn du bei einem fällt, wenn du ihn persönlich kennst. Soll ich sagen, nur ganz kurz zu der Sache, also bei Bahar, wenn du schon angesprochen hast, Bahar ist an sich persönlich, privat, wie ich ihn kennengelernt habe, super. Ja. Deswegen umso mehr hat er mich enttäuscht in der Öffentlichkeit im Internet, sage ich ganz ehrlich. Also wenn man mit dem privat redet, dann hat das nichts damit zu tun, wie er sich in der Öffentlichkeit zeigt. Schöne Grüße an Bahar. Also, das ist so eure Probleme unter vier Augen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch James Box, kannst du, weiß ich nicht, bist du vielleicht. Bruder, ich bin schon zu alt für Bahar, der ist, Maschallah, ist noch so jung, und so. Okay. Also und das war jetzt nicht, aber das fand ich dann halt in Ordnung, dass du dann nicht darauf angesprochen hast. Fand ich auch schön, dass du gesagt hast, ey Bruder, wir können reden. Und ich habe dann auch gemerkt, wo du gesagt hast, meine Mutter hat mir gesagt und so. Das ist oftmals auch typisch in vielen Familien in Deutschland, wo mein Vater hat gesagt, so, dann muss das richtig sein. Meine Mutter hat gesagt, so, dann muss das richtig sein. Ne? Deswegen habe ich auch, bevor wir das Gespräch angefangen haben, habe ich gesagt, Bruder, auf jeden Fall, egal was ist, ich hinterfrage auch das Wissen meiner Eltern so. Und die zeigen mir dann aber so, 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 belegen so, so, so. Und das hat sich für mich als komplett sinnvoll ergeben. Deswegen teile ich hier das Wissen meiner Eltern. Ne? Okay. Deswegen sind die auch ins Video gekommen, ne? Als Unterstützung in der Hinsicht. Alhamdulillah. Und wir geben einfach unsere Meinung ab und diskutieren. Vielleicht kannst du uns ja sogar überzeugen am Ende des Tages, wer weiß. Oder vielleicht wir dich. Ja, und wenn dir das für sinnvoll vorkommt oder wie, von deiner Seite für uns genauso andersrum. Kann ja sein, vielleicht denken wir dann, okay, da und da hat er wirklich recht. Weißt du, was ich meine? Deswegen diskutieren wir jetzt. Oder jeder bleibt bei seiner Meinung. Das kann er, natürlich. Das kann ja Meinungsfreiheit auch im Islam. Ganz kurz, bevor wir gleich anfangen zu diskutieren, weil deine Mutter wird gleich reden und ich möchte nicht, ne, ich muss kurz darauf hinweisen, dass Leute sie verurteilen, weil sie jetzt kein Kopftuch trägt oder was auch immer. So, das ist ihre Entscheidung, das ist ihr Ding, daran haben wir uns nicht einzumischen. Das ist eine ältere Frau, die wir respektieren müssen, sage ich ganz offen, weil ich will nicht, dass später in den Kommentaren die Hälfte der Kommentare steht, ja, sie redet über Islam, trägt kein Kopftuch. Das muss nicht sein. Halas, lass es einfach. Die muss Kopftuch trägt, auch kein Kopftuch. Es gibt viele Sachen.
Ich kenne Leute mit Kopftuch, betet nicht fünfmal am Tag. Genau. Ich kenne Leute, kein Kopftuch, aber betet am Tag. Genau, genau. Deswegen soll man sowas nicht verurteilen. Ja, ja. In erster Linie. Also respektvoll. Bitte. Nur Kopftuch trägt, aber betet nicht. Gibt's auch. Da können wir gleich losstarten, Bruder. Let's go. Mal, ne? Ja. Let's go. Wo ist der Hund? Ich hab Angst. Ja, hast du ja gesehen. Hast du eine Lade gestartet? Nein, also ich sag mal so, brauchst keine Angst haben. Nein, alles gut, alles gut. So, soll ich dann anfangen? Du kannst anfangen. Ich weiß gar nicht, was da hast du die auf Türkisch oder auf Deutsch geschrieben? Oder ja, nee, Türkisch, weil ich habe für mich, ich weiß alles, aber merk. Stichpunkte so, Stichpunkte, weißt du? Ja. Okay. Versuch das so irgendwie, dass wir das gut ins Video mit einbinden können. Das heißt, wenn du anfängst, dann findet, weil wenn du jetzt alles 10 Minuten am Stück machst, dann wird das für die Leute auch, ne? Wir müssen halt so immer Stück für Stück gucken. Ja, Stück für Stück bearbeiten uns durch. Du fängst an zu reden, dann er redet, abwechseln, verstehst du? Ja, ja. Wenn ich zu schnell rede, nur dass du Bescheid weißt. Boah, ich bin Lehrer, okay. Ich unterrichte. Dann deswegen, weißt du, was, weißt du? Ich weiß, dass du Lehrer bist. Ich unterrichte Deutsch und Geschichte. Immer noch also? Immer noch, ja, immer noch. Also noch so, solange ich das noch schaffe jetzt mit Social Media. Ich habe zu viel zu tun auch. Kennst du selber, wie du zu tun hast. Deswegen, ja, ich habe auch als Medienberater gearbeitet 2 Jahre und habe jetzt gekündigt vor 2-3 Monaten. Ja, Alhamdulillah, wenn das sich rentiert, ne? Natürlich YouTube Money, ne? Zahlt. Ne, deswegen. Also. Und das hat ja allgemein durch die Grundaussage angefangen, dass ich im Video gesagt habe, dass Hund nicht haram ist. Genau. Und deswegen hast du gesagt in deiner Story, JamTV sagt, dass Hunde nicht haram sind. Genau. Soll ich dazu was sagen oder soll ich nicht? Und das war ja auch halt der Grund, warum du mich irgendwo getriggert hast. Aber ich bin direkt gekommen und gesagt, ey Bruder, lass uns das persönlich machen. Genau. Direkt du machst öffentlich, ich auch. Aber auch zu der Frage nochmal, hättest du es nicht besser gefunden, hättest du mir einfach geschrieben erstmal? Hätte ich dir privat geschrieben. Weil jetzt, wo du mich kennenlernst, siehst du, du hättest ja, direkt klar, hätte ich dir privat geschrieben. Wir sogar direkt ein Video so. Ja, ich kannte dich ja gar nicht davor. Hätte ich dir jetzt privat geschrieben, ich meine, würde ich dich vorher kennen, hätte ich wahrscheinlich nur privat geschrieben und dir gesagt, ey Bruder, weil ich will dir auch nicht wehtun und solche Sachen. Ne? Aber ich kenne diese Menschen meistens gar nicht. Und du hast recht, ich hätte dir auch vielleicht sogar privat schreiben können. Hast du recht, ne? Und ich habe ja auch nicht gesagt, dass du ein aber Hunde Mensch bist. Nein, das habe ich auch nicht. Aber so habe ich das auch nicht. Und das steht nicht klar. Sonst wärst du heute unser nicht Gast gewesen, sagen wir mal so. Ich bin nur gegen, wenn, zum Thema. Gegen wenn Haram sagt. Ja. Und es steht nicht im Koran Haram. Ja. Hadithe sagt Haram, kommt nicht Engel rein. Wenn auch Bilder zu Hause, du sagst ja, du hast Bilder von deiner Familie, kommt bei dir Engel rein. Guck mal, also das ist. Gib Antwort. Bei mir, Engel, ja, ich habe momentan eine neue Wohnung, ich habe noch gar keine Bilder. Du hast gerade, ja, in der alte Wohnung habe ich Bilder vom. Ja, dann hat der Engel auch genauso wie Hund nicht gekommen. Das ist Kontext. Nein. Doch. Nein, das ist Sahih Hadith. Sahih Hadith 100%. Genau. Da steht aber lebendige Bilder. Genau. Auch Tiere, auch Menschen. Wenn cool, du im Internet reingehst, Reichweite auch, Hojas und alle die Leute sagt, ist Bilder auch wenn mein Decker so. Manche, Beispiel, genau, manche sagen nur, aber andere. Nee, 90%. Auch zum Beispiel auch Wand, Familienbilder. Okay, lassen wir das dann oder, lassen wir so. Oder genau. Teppich. Was Lebendiges. Genau, egal, okay. Tiermotive. Zum Beispiel Atatürk. Bilder ist ja überall. Dann kommen Engel nicht rein. Genau. Das ist jetzt die Meinung von vielen Gelehrten. Du hast auch gesagt, genau. Dein Kinderbilder hast du auf dem Wand gehabt. Oder deine Frau oder deine Familie. Dann kommt kein Engel rein. Genauso wie Hund gesehen. Richtig, da gibt es wir reden jetzt nur von dem Bild in diesem Hadith, Surah. Ne? Hadith steht das. Das gibt es, ein Hadith gibt es. Und da, aber bei diesem Wort, das nennt sich halt Wort Herkunft, das ist geschichtlich. Man muss das halt Geschichte gucken, was, wenn man früher gesagt hat, Surah, was war das? Das meine ich. Weil früher gab es nicht so viele Bilder wie hier, sondern die haben alles mit der Hand gemacht. Natürlich, ja, aber darum die Erklärung von den alle Hojas, auch großen Hojas, ist so. Nein, ist nicht so. Deswegen, ich kann die rausholen. Es kann sein, dass das ein paar türkische Hojas, aber viele türkische Hojas, kann sein. Wir reden aber jetzt, wir müssen ja auch faires halber sagen, das sind ja arabische Hadithe. Das müssen ja fair sein. Ne? Diese Hadithe steht auch Hund. Der Ursprung ist ja arabisch. 100% richtig ist. Ja, der Ursprung ist ja arabisch. Das heißt, eigentlich sind die alle auf arabisch, die Hadithe, richtig? Hadithe alle arabisch, natürlich. Genau. Und diese Sprache war ja gibt. Das meinst du, hast mich ja verstanden, was ich meinte. Ja. Ne? Das heißt, damals war das wirklich so, dass die entweder solche Bilder oder alle Bilder oder Figuren meinten, das weiß man nicht ganz genau. Deswegen gibt es da Meinungsverschiedenheiten, da in dieser Sache. Aber weißt du was, alle Menschen hat so gelernt. Das ist ja Problem. Wenn 50% Hojas erzählst, so, dann was lernt der Menschen zu Hause, wenn er Bilder ist, Engel kommt nicht rein. Kingston läuft Aufnahme. Und ist Engel kommt nicht rein. Die lernen dann so.
Wenn du jetzt Straßen gehst und 10 Leute frag mal, Hund ist zu Hause haram. Alle sagen 10 von 8, ja stimmt, das steht Koran, sagen die. Das steht nicht im Koran. Aber die, die wissen das nicht. Ja, die meisten denken halt, dass das im Koran steht. Das ist nur, was ich meine. In Hadithen, genau. Ich habe zum Beispiel, so hat sich das gesellschaftliche Bild ja geleitet. Umgebung, wenn ich frage, die sagen nein, haram, mal steht Koran. Habe ich auch schon oft gehört. Nein, viele wissen das. Ja. Viele denken, das steht im Koran. Ja, aber die sagen mir dann auch, zum Beispiel ein Kollege, letztens Diskussion mit dem gehabt, der sagt mir, ja, mein Vater hat mir aber gesagt, der hat, das steht im Koran und der hat den Koran komplett gelesen. Das steht gelesen. Nicht im Koran. Der hat den komplett, Koran komplett gelesen, sagt er mir. Also das ist jetzt so, dass im Koran, der Koran, Tafsir nennt sich das ja, ne? Tafsir, das heißt, wenn ich zum Beispiel Koran Übersetzung. Erkläre, dafür gibt es Spezialisten. Das ist das Erste. Das heißt, Koran zu lesen ist das Einfachste der Welt, Koran zu verstehen ist das Schwierigste der Welt. Genau. Das ist ein Riesenunterschied. Deswegen brauchen wir Gelehrte, deswegen brauchen wir Leute, die sich damit beschäftigen. Wenn ich jetzt gucke in der arabischen Welt, wir reden von den 4 großen Gelehrten, ne, Shafi'i, Maliki, Hanafi und Hanbali. Ne? Ja. Von den Gelehrten, also Ibn Hanbal, Imam Abu Hanifa und Imam Maliki und Imam Shafi'i. Ne? Diese 4 Gelehrten, das sind die Großgelehrten sozusagen, die wir haben. Arba Madhahib, ne? Die 4 Rechtsschulen im Islam. Wenn wir uns jetzt alle die Meinungen dieser 4 Rechtsschulen angucken bezüglich des Hundes, die sagen alle haram, alle 4 sagen das. Warum? Die alle 4 sagen auch, wenn eine Religion eine rausgeht, töten. Nein, doch. Das ist ein Unterschied, das ist ein Unterschied. Dass alle 4 sagt, wenn eine von Islam rausgeht, muss man töten, dieser Hadith hier. Aber und ich weiß. Muslimische töten alle 3 Sachen ist halal. Wenn verheiratet, und Sina macht. Ach so, das meinst du. Okay, zweite. Weißt du, deswegen jetzt verstehe ich das. Genau. Wenn Unrecht, wenn du jemanden tötest, dann darf man auch töten. Also dafür muss derjenige auch. Wenn einer von Islam rausgeht, dann muss. Okay, jetzt gebe ich dir ein paar Beispiele. Jetzt gebe ich dir aber ein paar Beispiele. Es gibt und das ein paar, steht 4 Messer drin. Es gibt ein paar Sahabis, also Gefährte des Propheten, die Freunde vom Propheten. Du hast ja gesagt gerade, die vier Messer, wenn was sagt, dann stimmt. Das genau, das stimmt auch. 4 Messer. Nein, das stimmt, nein, pass auf jetzt. Also das ist eine Sache innerhalb einer Scharia. Wir reden jetzt von Scharia, wir sind jetzt ganz woanders. Das heißt, wir sind in einem Land, wo islamische Gesetze sind und so weiter, das ist komplett anderes. Das heißt, für mich bleiben die 5 Gebete bleiben für mich überall, egal wo ich bin, ob ich in einem christlichen Land lebe oder nicht. Ne? Ich muss trotzdem 5-mal am Tag beten. Haram, halal für mich. Aber es gibt auch Regeln für mich als Muslim in einem Land. Es gibt Regeln für mich in einem Land, wo es keine Muslime gibt, wo ich mich verhalten muss. Ich muss die Nicht-Muslime respektieren, ich muss gut sein zu den anderen Menschen, ich darf nicht beleidigen und so weiter. Aber ich kann jetzt nicht sagen, hier, wir machen jetzt diese Scharia, was du gerade gesagt hast und so weiter. Aber das sagt, gerade hast du Hunde, ja, aber nicht, die haben auch Hunde richtig gesagt, genauso das hatten genau, die auch genau gesagt. Richtig, aber wir leben ja nicht in einem... Was sagst du dafür? Dazu? Was sagst du dazu? Was ist deine Stellungnahme dazu? Ich habe mich ja dazu auch beschäftigt. Es gibt Gefährte, Freunde des Propheten, die auch den Islam verlassen haben, die wurden nicht umgebracht. Ja. Aber das mit diesen Hunden und mit diesen Bildern ist sogar bis heute, das ist ein allgemeines... Das auch bis heute. Ist ein allgemeines, ja, aber das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Erklärt, ja, aber wenn, mal, ich wie versteht man das denn? Zwei Rojas, türkische 2 Rojas, richtig berühmt und viele hinter die Rojas ist, viele Menschen, glaubt denn. Die kann ich dir auch machen jetzt, die sagt, wenn eine Frau Sina macht, genauso erklärt, wie ich erklärt. Wenn auch ein Mann. Wenn eine Religion rausgeht, töten. Genau, wenn ein Mann oder eine Frau Sünde macht in einem islamischen Land, da gibt es halt Regelungen für. Ne? Aber, pass auf jetzt, guck mir in der Geschichte, sage mir in der Geschichte, wenn du mir jetzt fragst, vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis heute, offiziell, wo du 100% weißt, er wurde getötet, weil er Sünde gemacht hat. Kennst du ein Beispiel? Nein. Kennst du ein Beispiel? Nein. Ich auch nicht. Geht nicht. Ich weiß, also es kann sein, dass das Koran dagegen, komplett dagegen, zu Menschen töten. Ja, ja, das steht ja in den. Deswegen sage ich ja, man muss den Kontext genauso verstehen. Genauso Hund. Es gibt komplett auch, gegen. Aber es gibt zum Beispiel auch im Islam Verrat. Verrat, das heißt, wenn jemand im Krieg ist und den verrät, das was anderes. Nein, es gibt aber auch. Es aber gibt aber die auch erklären Hilfe. Nicht so, das ist ja Problem. Ja. Wie? Die Erklärung ist nicht ja so. Nicht so. Ja, aber das ist ja, aber das ich ist, kann das, direkt rausholen und zeigen, ich weiß, aber das schweife vom Thema ab. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Weil ja, in der Hinsicht hat es nichts zu tun, aber das hat damit in der aber Hinsicht zu tun, weil die Menschen, diese Menschen sagen, Hund ist Haram, diese Menschen sagen aber auch, wenn einer sich nicht dem Islam annimmt, töte den.
Richtig, das sagen die auch, verstehst du? Und dann fragt man sich doch, was ist denn jetzt richtig, was ist falsch? Nein, weil das wird, das steht ja nicht im Koran, töte den Menschen, und das gibt es ja auch nicht. Ja, nee, pass auf, ne? Das ist einige Sachen, einige Sachen, natürlich. Wenn du jetzt natürlich in Sina machst, ist was anderes, Bruder. Nee, auch. Pass auf, sogar auch da, pass auf. Darfst du nicht töten, weil wenn Sina macht, kann spätere Zeit... Ich sage dir eine Sache, ein schönes spätere Beispiel. Spätere Zeit... Verzeihen. Machen. Ich gebe dir ein schönes Beispiel. Dass ein schönes. Allah sagt sowieso zu uns, wenn einer vom Islam rausgeht, kann wieder reinkommen. Das gibt's auch. Ich habe sogar darüber gesprochen. Es gibt Leute, die sind aus der Religion rausgegangen in der Zeit des Propheten Muhammad Sallam. Er hat sie nicht umgebracht. Deswegen sage ich dir, das, was die sagen, muss man aber vom Kontext beachten. Okay, ich weiß das nicht, warum ich das gesagt habe. So. Das kann ich dir dazu nicht sagen. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Deswegen, also ich bin dafür nicht vorbereitet, dass wir über das Thema sprechen. Das ist ein komplett anderes Thema. Okay, darf ich dann dazu was sagen, bevor du dein Beispiel nimmst, Bruder? Das gehört aber, das sind die Main-Aussagen, das sind die Hauptaussagen, die das dann... Ja, das meine ich ja, deswegen und bin ich darüber, darüber können wir dann nicht reden, aber über das Hundethema können wir reden, aber das andere ist doch so gesehen viel, viel wichtiger. Verstehst du, was ich meine? Dann lass uns mal auf, dann nehmen wir den... Ich habe das gesagt, die vier Messer, das hat, weil du hast gesagt, vier Messer hat gesagt Haram, deswegen 100%. Okay, sagen wir nicht die vier Messer, sagen wir alle anderen Gelehrten, außer die vier Messer sagen Haram. Hatten die gesagt, dass du auch stimmt? Nein, alle Gelehrten auf dieser Welt, alle arabischen Gelehrten zumindest, alle arabischen Gelehrten auf dieser Welt, alle. Sagen, Hunde zu Hause ist Haram. Okay. Alle. Nicht die, nur vier. Okay, ich habe das nur mit vier gesagt, weil die am Vertrauen süßen sind. Und das ist jetzt bei der Hadith-Hund ist jetzt schlecht. Wie ist denn bei Koran? Koran ist ja von Allahs Wörter. Genau. Was Allah zu uns sagen will. Mit Wahi. Wie viel Ayat steht, Hunde? Okay, jetzt habe ich eine Gegenfrage. Wo steht, dass wir fünfmal am Tag beten sollen? Beten steht da. Aber fünfmal am Tag steht nicht im Koran. Natürlich steht nicht. Nein, steht nicht. Steht dreimal sogar. Aber über die Namas oder über die Beten steht was Schlechtes klar. Wie über Namas beten? Ja, über Beten. Ach so, nein, natürlich. Natürlich. Nein, das steht nicht schlecht. Steht der Hadith schlecht? Alles auch gut, nicht, alles. Ne? Nein, über Hadith steht was Schlechtes über Beten? Nein. Nö. Koran? Auch nicht. Gibt jetzt aber das ist aber steht. Doch. Auch steht. Aber steht. Das heißt? Koran guckt. Sie will damit sagen, wir sind jetzt nicht gegen Hadith oder so. Ne? Ja, natürlich. Wir sagen auch, ohne Hadith, wir haben Peygamber nicht, unseren Mohammed nicht. Wir glauben natürlich auch an die Hadith. Die haben mir gesagt, eine ist die Bukhari, steht 100% ist richtig. Ja. Und das ist dann, habe ich ja gerade gesagt, Bilder und wenn da ist, kommt kein Engel. Genau, ne? Aber wenn wir so kommen und... Aber Koran steht, wo steht Hunde Koran? Steht nicht. Da steht sogar nichts Schlimmes über Hunde, gar nichts. Wo steht drei Ayat steht Hunde. Und erster Ayat, Kefsurette, 18 und 22. Mhm. Was steht da? Hunde ist Dost. Freund. Die Asabi Kef, weißt du doch bestimmt. Der Prophet Muhammad Sallam hatte Hunde. Der hatte, der war ein Schäfer. Der war ein Schäfer. Er brauchte die Kef-Zürisse, weißt du doch. Die 6, 7. Ich war da. Die Zahl weiß man nicht. Ich war da in Kef, in der Höhle, in Jordanien. Ja, ja, und ein paar Jungs. Zahl sagt nicht Koran. Und die sollen auch das nicht sagen. Ein paar Jugendliche hat er die Zeit Islam reingegangen, nicht dann Put. Put heißt, die Zeit hat die man Menschen ja geglaubt, haben irgendwelche Figuren gemacht und daran geglaubt. Die haben gesagt, weißt die glauben das? Nicht. Figuren, dann Islam gegangen. Und deswegen, die paar Jungs wollten die töten. Die haben dann von über Allah geschützt. In der Höhle 300 Jahre geschlafen. Genau, genau. Und wer war dabei? Hund. Stimmt. War Hund dabei oder nicht? Ich kenne die Geschichte nicht. Du warst Höhler und warst... Ich war da, aber ich habe mich nicht mit der ganzen Geschichte beschäftigt. Ja, okay. Dann sage ich, im Koran steht, Hund ist, befreundet ist. Befreundet und Wächter. Wächter, sehr schön. Wächter. Ja, ja, und die Menschen, die Jungs zusammen war in der Höhle zusammen 300 Jahre auch mitgeschlafen. Ja, ich gebe euch mal, ich gebe dir mal ein kleines das Beispiel. Das ist Koran, erster Ayat. Genau, ich gebe dir mal ein kleines Beispiel. Es ist ja aus islamischer Sicht, wie gesagt, ich bin zu 100% überzeugt, dass die Hadithe richtig sind. Ne? 100%, weil man das auch nachverfolgen kann, wer wem was gesagt hat. Und das wurde kontrolliert bis zum geht nicht mehr.
Das ist erst. Das zweite ist jetzt, was bringt einen dazu, ne, also ich selber jetzt, sich da rein zu steigern in einem Thema und bis man sagt, nein, das muss Halal sein zum Beispiel. Es gibt aber ein schönes Beispiel, auch Mois, kennst du Mois? Mhm. Mois hat selber Hunde zu Hause. Der wurde dafür kritisiert. Ich habe das so mitbekommen von einem die Freund. Sind auch ja. Das sind ja auch kritisiert. Das sind so kleine Hunde. Was hat der Mois aber gesagt? Mois hat ein Statement abgegeben, so wie ich das von Freunden verstanden habe. Ich weiß, Hunde sind haram, aber ich halte sie trotzdem. Nein, ist das, heißt, nicht das heißt so, er hat, ihm ist das egal und das ist auch in Ordnung so, das ist gut so. Das ist, also für mich wäre das lieber, als dass jemand einfach sagt, es ist halal, weil man das selber versucht zu interpretieren. Ich selber weiß, ich mache Fehler, dies und das. Ne? Also wenn jetzt jemand kommt... Ganz kurz, ja. Ich will nicht interpretieren. Ja, genau. Es geht mir nicht um die Hauptaussage, ich will zeigen, Hund ist nicht haram, dies, das. Mhm. Natürlich will ich das auch zeigen, ne? Gehört auch dazu. Aber es geht hauptsächlich um den Aspekt auch, dass so viele Hunde falsch behandelt werden in den islamischen genau. Ländern meistens. Und nicht in den europäischen Ländern machen, die es besser vor als wir. Aber töten, diese Hunde dann zu töten, ist dann in Ordnung. Und dann sind diese Organisationen alle in den islamischen Ländern, die diese Tiere verteidigen und schützen, die landen auf der Straße und hast du nicht gesehen. Diese Misshandlung der Tiere an sich ist, ob es Hund ist oder Schwein auch, ne? Ja. Also es gibt kein Tier der Welt, das es verdient hat, misshandelt zu werden oder schlecht behandelt zu werden. Deswegen gibt es sogar Gelehrte, der aber leider Meinung, in den Islam, es gibt, islamischen Ländern werden Tiere echt viel misshandelt. Das habe ich aber nicht mitbekommen. Ich bekomme das weniger mit. Die Kinder als klein wie groß schon, als kleine Kind. Hund ist Dreck, nicht anfassen. Kinder wird so groß. Ja, Hund beißt. Ja, beißt. Und anfassen haram, seine Haare sind haram. Ja, so wird und die Kinder groß. Wenn der Kinder groß wird, dann lernt von Eltern oder Umgebung, Hund ist haram. Okay. Hund gehört nicht Islam. Und tun die Hunde weh, weil die sagen, Islam ist ja so, gehört sowieso nicht nee, Islam. Das verstehe ich. Die kriegen keine Strafe deswegen. Ja, ja. Nee, das verstehe ich vollkommen. Die brennen Benzin rein, brennen und dann Hund läuft. Ja, aber das ist Quatsch. Freuen sie sich. Weil sie einen Hund haben, weißt du, ich habe Video gesehen, die Leute freut sich, wenn er brennt und Hund rennt. Okay, jetzt ganz kurz, nur um das nur klarzustellen. Mhm. Also ich sag nur ganz kurz. Die Meinung der vier Gelehrten habe ich ja gerade kurz erwähnt. Also meine vier Gelehrten ist, ein Hund ist zu Hause zu halten haram. Es gibt zum Beispiel nur Imam al-Maliki, also einer der Gelehrten sagt, nur dass die Speichel dein Wudu nicht verloren lassen geht. Das heißt, du kannst sogar einen Hund anfassen, auch am Mund, dein Wudu bleibt trotzdem. Es ist nicht so, dass ein Hund an sich ein schlechtes Tier ist, gar nicht. Ein Hund kann ein wunderschönes Tier sein, ne? Es gibt, ich sag jetzt mal, gefährliche Hunde, weniger gefährlich. Es gibt gut erzogene Hunde, schlecht erzogene aber Hunde. Aber wegen Hadith, ja, guck mal, was passiert in der Welt. Meide Surese Ayat 4 sagt zu uns, wir dürfen Hund als Jagdtier nutzen. Und was er jagt. Was ist, er gejagt hat mit seinem Mund, dürfen wir sogar essen. Genau. Heller okay, ist. Ja. So. Das ist ja einfacher Sachen, ne? Einfach und Melek nach Hause nicht kommt. Okay, eine warte, Sache jetzt. Bitte, warte. Melek nicht Hause, nicht also, Wohnung Engel reinkommt. Kommt nicht nach Hause, Engel kommt nicht in die Wohnung, wenn Hund da ist. Ist große Sache, oder nicht? Ist eine große Sache. Für dich. So was ist klar, ist eine sehr große Sache. Wenn die Melek nicht kommt nach Hause, und kommt und Melek allem Engel gehört, ist Islam. Islam und Temele. Ja, ja, die Islam-Grundaussagen sind ist mit drin, alle Melek. Engeln, verstehst du? Und, das ist das Wichtigste. Allah sagt zu uns, es. Welche? Was sagt er? Darf ich jetzt sagen, was würde Allah uns als erstes sagen? Erst, dass Engel nicht nach Hause kommen, wenn du einen Hund hast? Oder dass du das, was er jagt, essen darfst? Verstehst du, was ich meine? Okay, ich konnte jetzt nicht so ganz folgen. Also das, was der Hund jagt, ja, das steht im Koran, ne? Ja. Darfst du essen, das steht im Koran. So, auch das Essen, bei Jagd ja, dürfen ob wir das so stimmt, benutzen. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich muss mich doch beschäftigen mit der Eier jetzt. Mein Tafsir muss man halt gucken. Ja, ja, da steht, als bei Jagen Hunde darfst du benutzen. Das ist einfache Sache. Okay, das ist einfache als Sache. Nutztier, das ist was ein Blindenhund. Ja, das ist aber einfache Sache. Steht im Koran. Warum steht Koran nicht, Melek kommt nicht raus. Das ist nicht. Warum kommen Engel? Okay, jetzt eine Gegenfrage, ganz kurz. Eine Gegenfrage und dann gebe ich dir eine kleine Gegenfrage. Im Koran steht nicht drin, dass Tattoos haram sind. Steht nicht drin. Ja, aber, ja, ich habe auch zu meinem Mann gesagt. Wir haben aber einen Hadith. Was Allah haram nicht gesagt, wir können nicht haram sagen. Nein, aber nein, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Koran steht drin, im Koran steht drin,
dass das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ne, von Allah ihm auf die Zunge erlegt wurde. Das heißt, er spricht nicht von sich selbst. Das heißt, jedes einzelne Wort des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist eine, sozusagen eine Eingebung von Allah. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, der Prophet wurde ja schon, bevor er Prophet wurde, As-Sadiqul Amin genannt. Das heißt, bevor er sogar bis er 40 Jahre alt war. Das hat 40 Jahre gedauert, bis er Prophet wurde. Ja, ja. Das heißt, wir sind noch gar nicht mal in diesem Alter. Ne? Und ja, ja, das hat bei euch lange gedauert. Ne? Ja. So, und das ist ein langes Leben, was man erstmal führt. Vor allem damals war das, die sind damals nur 50, 60 geworden. Ja, ja, ne? Mehr nicht. Und deswegen ist es halt so, dass das wirklich sehr lange gedauert hat. Und er hat schon eine Position, dass er ein sehr, sehr guter Mensch ist, ein bescheidener Mensch ist. Man hat ihm alles anvertraut. Sogar als er Prophet war, die Feinde haben ihm alles anvertraut. Warum ja, ich sage, ist, seine Person an sich war schon für sich einzigartig. Ja, und alles, was er gesagt, auch nachdem er Prophet wurde, vor allem nachdem er Prophet wurde, wurde ihm auf die Zunge erlegt von Allah. Das heißt, die Hadithe müssen wir zu 100% ernst nehmen, auch wenn der Prophet... Natürlich. Klar, und wir müssen dann gucken, warum er hat das gesagt, zu wem hat das gesagt, mit welchem Hintergrund. Und wem hat er gemeint? Ich habe aber nicht dagegen. Hadithe ist sehr, sehr wichtig. Sage ich aber du sagst wieder. Ja, Bukhari sagt Hund haram. Warum sagst ja, du dann... Ja, ja, aber die Ben-Quran, ich bin nur Hadithe gegen Hadith. Ich bin nicht gegen Hadithe. Hm. Nein, das sage ich ja nicht, aber du glaubst diesen Hadith nicht. Genauso gibt es auch andere Hadithe. Wenn der Koran nicht steht, ganz... ne demek istiyor? Kur'an'da olumlu geçen şeye olumsuz denen hadisler neden söyle. Denir? In dem Koran wird positiv berichtet, ja, ne? Genau. Beispiel, ne, wie jetzt. Ja. Aber warum wird das in den Hadithen negativ? Okay, Tattoo, ne? Du hast ja gerade Tattoo gesagt. Ja. Aber Tattoo können wir in der Koran rauskriegen. Mit Verbindung. Verbinden. Aber Hunde kannst du nicht verbinden. Kannst du auch. Doch, Hunde kannst du nicht verbinden. Weil steht nur vor allem, da steht ja auch Nutztier, da steht ja auch vor allem Nutztier als Jagdhund und genau das ist es. Als Jagdhund ist ein Hund nicht haram. Wenn du den nutzt als einen Jagdhund, das heißt, gehst du jetzt raus, jagst du irgendwelche Rentiere mit deinem Hund, theoretisch ist es nicht haram, den zu halten. Aber wichtig ist jetzt nur ganz kurz, was ist diese Quint, also was ist die Hauptaussage? Wenn du diesen Hund zu Hause hast, dann kommen nicht die Malaika. Wenn die Malaika nicht da sind, wer ist dann da? Die Shayatin, also Shaitan ist da und ganz viele andere. Das heißt, allein das zu wissen als Muslim muss eigentlich schon einem Angst genug machen, zu sagen, ich möchte das nicht tun. Das zweite ist auch noch, du hast ja zwei Berge, so steht es in der Hadith, voller Hasanat, die du verlierst. Ja. Aber das sagt der Hadith, nicht aber willst du das? Ich habe eine Frage. Immer wieder, das möchte ich möchtest erwähnen. Du das aber riskieren, dass du, wir leben hier 50, 60, 70 Jahre, möchtest du das riskieren, dass du dann vielleicht deswegen vielleicht viel später in Gender kommst oder dass du dann dafür vielleicht einen Schrei... Also ich würde es jetzt nicht riskieren wollen. Ich würde dann lieber sagen, pass auf, ich richte das so ein, dass ich den Hund ein kleines Häuschen mache, wenn es mir so wert ist. Ich lasse ihn dann, ihr habt ja hier so ein Maschallah so ein bisschen, ne? So irgendwo, ja, wir haben ja wegen Hund ich würde das ja schön, genau, ich würde das dann so machen, das heißt, das ist ja nicht haram. Das ist nicht haram, du kannst auch einen Nicht-Jagdhund, aber Hauptsache, er darf nicht zu Hause sein, es sei denn, du bist blind. Ein blinden Hund ist, ja, das hast ist du eine Ausnahme, nimmst du mit nach Hause, das ist anderes. Der Islam ist ja nicht radikal, wenn es um den Hund geht und der Hund ist nicht gehässig. Das, was du sagst, oder was ihr gesagt habt, dass der Hund schlecht behandelt wird draußen in islamischen Ländern, das ist falsch. Das ist absolut falsch und das darf man nicht, das ist haram. Ne? Dafür ist auch dieses Video da, damit ich darf einen Hund nicht erschrecken, ich darf einen Hund keine Angst machen, ich darf einen Hund nicht irgendwie verbrennen, das ist krank, das macht man nicht. Ne? Und auch wenn es Hund ist oder irgendein anderes Tier, das darf man nicht. Schwarzer Hund und so, auch alles. Der Prophet hat sogar während des Krieges, während sie Kriege geführt haben, hat er gesagt, sogar schlag nicht mal die Sträucher ab. Das heißt, nicht einmal Pflanzen durfte man verletzen. Ne? Und das, wie gesagt, das ist jetzt müssen wir mal so ein bisschen uns reinversetzen in die Art und die Lebensweise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie ich gerade erwähnt habe, er hat sich niemals gegenüber einer Frau mit einer lauten Stimme erhebt. Er hat sogar zu Hause gestrickt. Deswegen sage ich, solche Sachen lernen wir nicht vom Koran, solche Sachen lernen wir von Hadithen. Von zum Beispiel seiner Frau Khadija radiallahu anha oder von Aisha radiallahu anha, sehr, sehr viele Sachen. Und jetzt ist das ja so, dass wir nochmal zurückkommen zum Thema Hund. Es gibt keine Überlieferung, die sagt, dass der Prophet zu Hause einen Hund hat. Er hatte Hunde aber draußen. Ja? Und er hat steht gesagt, auch, Hunde, aber in Masjid, während der Beten war, Hunde und Katze war auch da. Katzen waren da, Hunde weiß ich nicht. Das ist auch Hadithe. Aber Katzen waren da, aber Hunde habe ich nicht. Aber guck mal, warum sind denn dann Katzen so erlaubt? Katzen und gar keinen Stuben rein, wurde. Das ist ein Riesenunterschied. Katzen, warum man Hunde auch Stuben rein? Nein, Katzen sind auch von selbst. Katzen waschen sich von selbst. Bruder, das Waschen von selbst, wenn die Katze sich leckt, weißt du, wie viele Bakterien eine Katze hat? Wir haben auch Bakterien. Ja, ja, natürlich. Wir haben sogar noch mehr. Wir haben sogar mehr als Hunde. Sag mal ja, Hundespeichel ist
Ungefähr 400. Nicht Arabisch, das ist Neges. Das ist ein Unterschied, genau. Und warum? Weil Bakterien. Nicht nur wegen Bakterien, also es ist einfach so, weil ein Hund, pass auf jetzt, es gibt auch Gelehrte. Ja, warum Neges? Es gibt auch Gelehrte, ich sag dir, es gibt auch Gelehrte. Glaubst du daran, dass wir Djinns haben? Djinns? Jetzt ja, kommen wir zu einem anderen Thema, ja. Leute kriegen gleich Angst hier. Djinns, ich weiß gar nicht, wie lange das Video wird am Ende. Ja, also, genau, du hast sehr, sehr interessantes und spannendes Video. Djinns, es gibt auch Djinns. Ne? Ja, ja, Djinns sind eigentlich so gut wie überall. Vor allem in verlassenen Orten oder auch in der Toilette oder was auch immer. Glaubst du, dass Djinns in der Toilette sind? Ja, es gibt zwei Djinns, ne? Al-Khubti und Khabai, ne? Oder verschiedene Arten von Djinns. Und das Problem ist jetzt nun, wenn du aber nicht daran glaubst, dass es Hunde, dass wenn der Hund sozusagen ein Djinns mitnimmt, weil vor allem Shayatin also nach Hause reinbringt, ne? Da kannst du einfach, allein vom Gefühl her, kannst du da nicht beten. Das ist meine Meinung und das ist die Meinung eigentlich aller Gelehrten, weil du sagst, türkische, ich kenne mich nicht aus mit Türkisch, es gibt auch Gelehrte, die sagen, du darfst mit einem Kind Geschlechtsverkehr haben. Ist das richtig? Das ist falsch. Sie falsch. Aber sie haben dafür auch. Pass auf, sie haben, aber nein, das ist kein Hadith. Das ist kein Hadith. Nein. Mohammed mit 9 Jahren ein Mädchen geheiratet, sagen die Hujjas. Das stimmt, aber 9 Jahre. Ja, aber 9 Jahre heißt nicht, dass das ein Kind war. Das ist ein Unterschied, weil damals haben wir alle mit 9, mit 10, mit 11 geheiratet. Die Mutter vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, Amina, war 13. Als sie den Propheten gekriegt hat, die waren sehr jung. Und die Leute sind nur, sie ist nur 17 geworden, 17 oder 20, subhanallah, ich will mich nicht vertun. Ich glaube 17 oder 20 Jahre, das war 9 wie 19 jetzt oder so. Ungefähr, so muss ich es vorstellen, weil damals war die Lebensart war anders, die Lebenszeit war viel kürzer. Deswegen darüber zu diskutieren, dass das ein Kind war, nicht Kind, das finde ich nicht so schön, das muss man nicht machen. Aber es gibt Gelehrte, die sagen wirklich, ja, mit Kindern darfst du heutzutage Geschlechtsverkehr haben. Das ist wirklich so. Aber das sind keine anerkannten Gelehrten. Deswegen muss man aufpassen, von welchen Gelehrten man was nimmt. Ja, wer ist anerkannt, kann der Gelehrte überhaupt Arabisch? Das ist sehr wichtig. Wenn ein Gelehrter kein Arabisch kann, dann darfst du es von ihm nehmen. Das ist gefährlich. Ein paar Gelehrte, 40 Jahre, einer zum Beispiel, nur über Koran geht, nur über Koran erzählt und Hadithe glaubt er, wenn er mit Koran Anpassung hat. Verstehst du? Der sagt, wenn unsere Propheten gegen Koran kann nicht sprechen, dann wird nicht Propheten gegen Koran. Und Hund steht ja 3 Ayate, super schön. Super gut, nicht ein schlechter Wort über die Hunde und Hadith sagt Haram und Engel kommt nicht rein. Katze steht im Koran überhaupt nicht. Ja, aber es stehen auch viele Tiere. Bitte, 33 Tiere oder über 30 Tiere steht im Koran. Katze steht gut oder schlecht im Koran gar nichts. Aber Hadith sagt, Katze behalten ist zu nett. Ne? Dürfen wir Katze zu Hause haben. Und aber Katze und Hunde, Wissenschaftler hat erzählt, ich kann auch gleich die Google, die amerikanische Studie, Bruder. Ja, was gesagt ist, die haben gleiche Krankheit, Speichel gleicher Bakterien und auch Haare. Es gibt aber auch eine Studie. Haare auch gleiche Bakterien hat. Und okay. Die Katze den ganzen Tag legt, den Menschen denkt, ja, macht er sauber. Das stimmt nicht. Es gibt auch eine das kleine Studie. Nicht. Wenn eine Katze legt, was da vom Mundspeichel, die Bakterien dann bleiben an den ganzen Körper. Wenn die Katze, das ist dann. Das glaube ich dir, das, okay, das glaube ich dir. In der Bakterien. Haare bleibt die Bakterien. Nee. Ganz länger gehen die auch nicht schnell weg. Okay, das wenn das ein Mensch nicht. Katzen 2 Minuten streichen, kriegt er 150 Bakterien auf dem Hand. Das heißt sogar noch mehr wahrscheinlich. Zum Ende meine ich, Hund und Katze gleiche Speichel, Hund, Klo. Wie viele Bakterien? Zu Hause. Katzenklo bei Klo. Okay, Katzen, und dann eine treten Frage. Auch da und die gehen dann auch, wo der gebetet ist. Das die müssen kacken ja Beispiel, immer wieder an derselben wo ich Stelle. Bete, ne? Ich bete ja auch jeden Abend. Wo ich bete, mein Übertag bin ich ganzen Tag alles gut. Wo ich bete, geht mein Hund nie da rein. Was hab ich gesagt? Ja, aber das ist auch. Guck mal, weißt du auch warum? Der Kleine ist mein Zeuge. Weißt du aber auch warum? Eine Katze würde da hingehen, eine Katze. Aber eine Katze dreht auch sein Dreck. Nein, sowieso. Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber, doch, aber die gehen ja immer wieder ins Klo, wo die pinkeln und kacken. Der Hund kackt draußen, danach geht er weiter, er geht nicht nochmal an dieselbe Stelle. Natürlich, okay. Aber wenn der Hund dreht er auch raus und kacka pinkelt. Ja, auch kann Katze. Passieren natürlich. Auch Katze, wenn er draußen geht. Was du meinst aber mit Hygiene? Ich meine jetzt, Katze steht im Koran gar nichts. Auch schlecht nicht, auch gut nicht.
ist nicht haram. Hunde steht, Hadith schlecht, aber Koran sehr gut. Aber Hund. Ja, aber ist jetzt Hadith die, falsch oder Hund, Hadith richtig? Hund ist, ja, Koran ist falsch oder richtig? Nee, Koran ist richtig, Hadith ist richtig, beides richtig. Aber Koran steht über Hunde nur. Aber Hadith steht auch nichts Schlimmes. Doch. Nein, das steht nur, doch, ist zu Hause haram, nicht erlaubt. Haram ist haram. Nein, nur zu Hause Engel nicht erlaubt. Kommt nicht rein. Genau. Das ist Gutes. Nein, das ist, es steht nicht drin, dass der Hund schlecht ist. Es steht nur drin, macht das nicht schlecht zu Hause. Nicht. Geschlechtsverkehr, Geschlechtsverkehr. Ich meine nicht mit schlecht. Ja, ich meine nicht so, haram ist ja nicht. Geschlechtsverkehr ist auch haram, wenn ich nicht heirate. Erst wenn ich heirate. Natürlich. Ist natürlich. Das heißt, es gibt Bedingungen für Sachen. Das heißt, ich verstehe dich, ich weiß, also für diejenigen, die jetzt nicht, ich will nicht, weil ja, sie leider, ihre Sprache, leider, ich weiß, dass sie auch leider, türkisch viel besser reden kann. Leider, ich kann nicht sehr gut Deutsch sprechen, weil ich bin 93 Jahre aus Deutschland gekommen. Sie spricht aber gut und genug. Und nur selbst gelernt, nur mit Kontakt gelernt. Sie hat keinen Deutschsprachkurs, nichts. Und wenn ich jetzt wie du, wie Cem, hätte, oh, richtig, Alhamdulillah. Jetzt muss ich sonst Hobbs genommen. Nee, ich will dich nicht. Nee, wir unterhalten uns. Nee, geht's ja nicht. Jeder muss sich das für sich nehmen. Tut mir die Tiere wirklich ist. Durch die Hadith, so viele Tiere geht kaputt. Du die hast recht. Machen die man kaputt. Darf, ja, man darf das nur wegen die Hadithe. Ja, aber das ist haram, das ist aber falsch. Seien die sowieso Religion sagt haram. Ja, aber das ist falsche Interpretation, dass wenn man die Tiere schlägt oder die Tiere dafür deswegen ist schlecht behandelt, haram, das ist nicht steht erlaubt. Koran nicht haram. Es steht im Koran, was du schon gesagt hast, mit Jagdhunden und so weiter. Ja, gut. Und so steht es aber auch in den Hadithen. Das heißt, du darfst als Jagdhund aber, du gar nicht verboten. Aber Hadithe kann nicht gegen Koran sein. Ist auch nicht. Ja, also. Ist auch nicht. Warum sagst du dann aber haram? Aber im Koran steht aber nicht, dass das zu Hause halten darfst. Er sagt zu Hause halten haram. Wir reden nicht von wenn du Regel fragst mir, Regel, ja. An Regel, zu Hause halten, finde ich auch, auch wir besser. Finden auch besser an draußen. Natürlich. Aber wenn du eine Möglichkeit nicht hast, ja siehst du. Ja, ja aber das genau. Ist ja, aber das ist was Schönes. Aber das ist was Schönes, den Hund pflegen. Eine Frage jetzt. Ein Hund wird dir doch wahrscheinlich sogar dankbar sein. Also jetzt eine moralische Frage. Natürlich. Also, ein Hund wird dir sogar dankbar sein, zu sagen, ey, habe ich draußen einen Garten, anstatt jetzt zu Hause in, auf 30 Quadratmeter oder 100 Quadratmeter. Ich habe diese Garten. Das ist ja wie in einem Zoo-Ort, was für einen Hund eigentlich, gibt, ja? Eigentlich ist der. Eigentlich ist das sogar schon falsch. Wachhund. Das ist eigentlich unser Wachhund so. Ja, aber unser Wachhund, das ist ja auch schlimmer. Da muss er erst. Aber wenn ich nicht genommen hätte, hat er andere genommen. Zum Schluss, die Tiere ist Welt. Nein, du hast recht. Wir müssen aber, Tiere schützen. Aber das heißt nicht, dass in Deutschland ein Hund, der draußen ist, verhungert, schlecht behandelt wird, muss nicht sein. In den arabischen Ländern muss auch nicht sein. Also ich glaube, dass manche Hunde, viele Hunde in Deutschland, die zu Hause leben, wahrscheinlich sogar noch schlechter, ein schlechteres Leben führen, als wenn sie draußen sind. Das bin ich der Meinung. Vor allem, du gibst ja, wie gesagt, dem Hund nicht so viele Möglichkeiten, es sei denn, du sagst, ich gehe jeden Tag mit dem eine Stunde raus, aber das ist für ihn vielleicht sogar zu wenig. Ne? Das ist sogar zu wenig. Ja, genau. Ich gehe zwei Stunden, abends noch mal eine Stunde morgens. Gesagt, diese Garten, wir haben wegen Hund gekauft. Dementsprechend haram nicht. Ist ich trotzdem. Haram ist Alkohol. Haram ist im Koran, Allah zu uns gesagt, was ist Haram. Und er ist ja auch bei uns zu Hause als Wachhund und das Ding ist tagsüber ist er draußen, nachts ist er zu Hause. Was ist jetzt an Haram? Ist das für dich haram? Ist das eine Frage? Ja, wenn du, wenn du zu Hause haram? Hältst, vor allem da, wo du betest, dann ist es definitiv haram. Also, erstmal hat der seinen eigenen Platz. Aber das ist schon mal Punkt 1. Natürlich dein Bruder, guck mal, das ist, ja. Also ich will ja nicht. Ich will nur aus deiner Sicht nun wissen, ob es deiner Meinung nach haram ist, wenn ich jetzt meinen Hund, den tagst du besser immer draußen, okay? Ja. Und abends, nachts kommt er als Wachhund jetzt nach Hause zu mir. Ne? Ich betitel ihn jetzt als, er ist ja auch ein Wachhund, er passt ja auch auf. Wenn jemand reinkommt, er wird. Also er wird reinkommen, nie wieder rauskommen. So ein Ding ist das. Also, kommt vorbei, Leute. Herzlich willkommen. Das ist auch falsche Meinung. Nein, der Fisch tötet nicht. Auch falsch. Nur die Person muss stehen bleiben. Ja. Wenn er eine zum also, Beispiel. Wenn ihr kommt, nur stehen bleibt, hilft ihr dann ja, raus. Wenn er so bleibt, tötet. Der stellt dich erst. Der stellt dich. Er bis zum Besitzer kommt. Aber wenn er abhaut, dann greift er an. Da greift er. Okay. Oder wenn er natürlich reinkommt. Genau, ich sag dir, du hast mich ja gefragt. Guck mal, meine persönliche Meinung, wenn es um Hunde geht, anhand der Sachen, die ich weiß, die ich gelernt habe, ich sage zu Hause, dass das ein Hund halten haram ist. Ist aber nicht. Hätten wir nicht diese Meinungsverschiedenheiten in verschiedensten Themen, würden wir uns vielleicht nicht treffen. Aber. Weil es gibt Meinungsverschiedenheiten zu bestimmten Themen im Islam, gibt es. Ne? Es gibt Meinungsverschiedenheiten, wie man seine Gebetswaschen machen soll, wie man betet. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, ob man die Augenbrauen zupfen darf und solche Sachen. Es gibt Meinungsverschiedenheiten. Es ist aber für mich jetzt, für mich nicht verständlich, wenn Leute sagen, nein, der Hund ist aber halal. Das sind meistens Leute, die selber Hunde tragen, also selber Hunde zu Hause halten. Haram nicht, steht Koran nicht, sage ich immer wieder. Alle Gelehrten sagen bei Koran steht Hund.
Sehr gut. Aber er sagt nicht, Quran sagt aber nicht zu Hause halal, sagt er auch nicht. Ja, aber es steht auch nicht schlecht. Ja, aber es steht auch nicht schlecht. Hat der Prophet zu Hause einen Hund gehabt? Ja, er hat das vielleicht für den Hund. Aber er hat gesagt, dass das zu Hause halt. Da muss der Katze auch haram sein. Katze hat ja gleiche wie Hund Bakterien, gleiche Krankheit. Der Vergleich mit der Katze. Wissenschaftler geben und die Leute kann er das gucken. Aber Hund und Katze gleiche Bakterien tragen, gleiche Speichel. Katzenspeichel kannst du sterben. Auch Katze kratzen kannst du sterben. Ja klar, selbst das Wissenschaftler, da du Bakterien nimmst. Genau, du kriegst, da kannst du Blutvergiftung kriegen und so, das ist aber bekannt. Wenn du bei Google schaust, hier, wenn wir schon von Google sprechen, googelt mal nach Hunde. Ja. Und selbst in Deutschland, Katze. Da findest du die meisten Menschen, viele Menschen, die einen Hund zu Hause halten, haben selbst das Blutvergiftung bekommen. Und bei einer Blutvergiftung stirbst du wahrscheinlich sogar, wenn du Pech hast. Ne? Und viele Menschen in Deutschland sind durch Hundehaltung zu Hause durch eine Blutvergiftung gestorben. Ne? Sei es durch die Zunge, durch irgendwas anderes. Aber ist jetzt egal, wenn du sagst, Katze auch, keine Ahnung. Aber... Jetzt ist die Sache. Sie hat da richtig geforscht, also das wusste ich auch nicht. Hast du schon mal gehört? Selbst also Blutvergiftung? Nee, habe ich nicht. Gut, google ruhig mal danach, weil Hundehaltung zu Hause. Sie sollen das googeln. Auf Türkisch Kedi ve köpeklerin yalaması nasıl ölümcül olabilir? Wenn ich das Lecken von Hunde und Katze, wie ist das, kann es tödlich sein? Das ist das Gleiche, okay. Und genau. Da ist Amerika da yapılan bir şey. Ja, und das hat eine Studie aus Amerika bewiesen. Nicht, dass dann einer sagt, jemand, der für Hunde war oder jemand, der positiv für Hunde war. Ja, aber vielleicht, natürlich, okay. Genauso Türkei. Bir tırmık hayatınızı bir yalama, kedi yalaması, bir kedinin tırmalaması. Hayatınızı değiştirebilir, sizi intensive sokabilir. Ein Kratzer von der Katze kann ich reichen, in intensive Station stecken. Kann ich auch töten. Ne? Ja. Aber das heißt für mich, Hunde und Katze gleiche Krankheit trägt, gleich direkt und gleich, alles aber gleich. Und Katze lecken ist nicht sauber machen. Warum? Weil der Profit ist halt krank. Katze lecken ist nicht sauber machen, 90% Menschen sagt denkt, ja, sauber machen. Weil zündet Katze, weil die lecken ganzen Tag, machen die sauber. Mhm. Katze machen die nicht sauber, Katze verteilen noch mehr Bakterien. Die das können ist der Google hier gucken. Von den Die lecken wegen Jagdinstinkt. Jagdinstinkt. Ja, deswegen lecken die, nicht sauber machen. Wenn die lecken, teilen die nur Bakterien. Okay, das und ist deswegen Wissenschaftler sagt, egal welche Tiere, Katze, Hunde, Kuh. Aber wo sagen die Gelehrten, egal welche dass Hunde Tiere muss man Hände sauber machen. Okay, jetzt habe ich immer noch eine Frage. Wo sagen denn die Gelehrten, weil du sagst ja, das ist halal, weil du selber die was sage ich halal? Du nimmst, du sagst ja Hunde zu Hause halal, weil du gerade einstellt. Halal sage ich auch nicht, haram sage ich auch nicht, aber ist nicht Verbot. Haram nicht, verboten. Okay, aber du sagst ja selber, du nimmst jetzt die Sachen vom Koran und sagst selber so und so. Also allen Respekt, also du bist ja eine ältere Frau, ich respektiere dich. Danke aber schön. Man muss ja auch Arabisch können. Erstmal nicht nur das, man muss auch die Geschichte studiert haben. Studiert wirklich. Ich habe vorhin studiert. Wir reden von richtig Geschichte. Man muss Islam wirklich studiert haben und Arabisch studiert haben. Das heißt, es ist ein Studiengang von 10, 15 Jahren, Leute, bis sie überhaupt Gelehrte werden können. Man muss mindestens 10, 15 Jahre studiert haben. Minimum. Ja, wir sind ja nicht. Ja? Aber du sagst haram. Ja, ist haram. Also ein Hund zu Hause ist haram. Nein. Ja, aber das ist alles. Aber ich sag dir, jetzt gebe ich dir eine Sache. Quran und Hadith kann nicht gegen sein. Kann nicht, hast du recht. Ja. Warum ist dann, ja nicht gegen, das ist nicht gegen. Warum dann, da steht... Da steht nur ein Hund zu Hause nicht halten, fertig. Das ist nicht, der Hund ist schlecht, Hund ist böse, nein, das steht ja nicht. Aber Engel kommt nicht rein, ist nicht einfache Sache. Das klar, muss Quran stehen. Das ist eine große Sache, wenn die Engel nicht reinkommen. Und du verlierst Quran, Berge voller Hasanat. So, das muss Quran stehen. Nicht das muss nicht stehen, nein, warum? Weil Hund jagen ist einfach gesagt. Aber nicht beten ist auch schlimm, oder? Und im Koran steht dreimal beten. Hund als jagen, benutzen. Ist einfacher Sache, das steht Koran. Engel kommt nicht rein, das ist nicht einfacher Sache. Allah sagt zu uns erst, Engel kommt nicht rein. Mhm. Nicht dann Hund jagen, wenn du es nützlich machen. Dann wo sich überall Hunde aufhalten. Jetzt habe ich eine Frage. Du machst das ja auch so von dir selber. Das heißt, du machst deine eigene, du recherchierst selber und das jetzt gesagt, eigene nicht. Ja, aber es gibt ja keine Gelehrten, die du sagst. Doch, habe ich auch Gelehrten. Weil das ist wichtig, gelesen, dass man das bei den Gelehrten. Gelesen von Gelehrten. Ja, man muss bei den Gelehrten gucken, was ist die Argumentation.
Weil wenn du jetzt zum Beispiel selber recherchierst, ist das gleiche, wie wenn ich jetzt gehe. Ich habe nicht selber recherchiert, geht ja nicht. Eben, das du hast genauso wie ich auch gelesen. Nicht. Ich auch nicht. Vom Buch gelesen. Du hast alle nicht. Dein Wissen. Hadith, guck mal, die Hadithe sagen, ja, ein Hund ist nicht, der sagt nicht direkt Haram, der Hadith sagt nicht Haram selbst, der Hadith sagt, das ein kann nicht zu Hause, okay, nein, Haram, aber dass man ja, das nicht zu Hause das halten darf, das Haram. Ist, okay, vielleicht darf, sorry, vielleicht darf man es nicht, aber es ist nicht Haram, wenn man es macht, es ist vielleicht das, einfach nicht moralisch korrekt, nicht. Vielleicht moralisch nicht korrekt, so wie du gesagt hattest, es ist moralisch verwerflich. Ja, moralisch sagen wir sogar selber, nein, aber wir sagen auch nicht, dass es Haram ist. Reicht das nicht für dich, vor allem als Muslim, mit im Hintergrund diesen Hadith, dass du sagst, okay, vielleicht ist das doch Haram. Aber wie viele Hadithe gibt es? Wie viele Hadithe gibt es, nicht Wahrheit sagen? Warum soll ich nicht Wahrheit sein, nach diese hintergehen? So viele wahre diese gibt's. Ja, das unter nämlich, denen stehen das passt wir mit auch dem Ayat. Ja, die passen auch alle mit den Ayat, die passen mit den Koran. Aber wir sind da keine Gelernten. Was sei denn, gibt's Hadithe, die ja, aber man kann ja schon vergleichen und das sind ja so, weißt du? Ich sag dir ein Beispiel jetzt. Wenn ich zu einem Arzt gehe und ich brauche ein bestimmtes Medikament. Ich brauche ein Medikament. Er muss mir eine Spritze geben, sagt, ich muss dir das und das geben. Du weißt doch nicht mal, wie das heißt. Der sagt dir irgendeinen Namen. Ne? Du weißt gar nicht, wie das heißt. Der gibt dir irgendeine Mitradol, Batodol, wie die alle heißen, diese ganzen Medikamente. Dann machst du deine Hand, er gibt dir eine Spritze. Du hast nicht gefragt, was ist das, warum ist das so und so weiter. Du vertraust diesem Menschen, weil dieser Mensch hat mindestens 6 Jahre und noch länger studiert und gearbeitet. Ja, ja. Das heißt, ich vertraue diesem Menschen, weil er mit diesem Medikament, diesen ganzen chemischen Stoffen und was auch immer, ne, viel besser umgehen kann als ich. Und ich vertraue ihm blind am Ende. Ich vertraue ihm blind. Was man machen kann, ist, ich kann selber recherchieren, gucken, was hat er mir auch gegeben, was hat das für ein Nebenwirkungen. Kann ich selber gucken auch. Aber ich kann mich niemals so reinversetzen wie der Arzt selbst, um zu verstehen, was für eine Wirkung das im Körper hat. Das gleiche ist jetzt zum Beispiel mit den Gelehrten. Wenn ich muss einen Gelehrten haben, der sich mit einem Thema wirklich gut beschäftigt hat, der mir dann sagen kann, so und so, das ist die Argumentation. Wenn ich noch mehr wissen will, dann muss ich weiterhin recherchieren, weiter recherchieren, weiter recherchieren. Es gibt einen Hadith, ich sag dir, warum ich das sage. Es gibt einen Hadith, der sagt, ein Mann kam zum Propheten. Pass auf, es kam ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat gefragt, darf ich meine Frau küssen in Ramadan, wenn ich faste? Was hat er gesagt, ja oder nein? Wenn Ramadan ist. Darf ich meine Frau auf den Mund küssen, nein, wenn ich am Fasten bin? Der Gefühle kommt dann nicht. Also ja oder nein? So ja, weiß wir machen ja ein Quizspiel. So also, nein. Ich würde sagen nein, während Ramadan nicht. Wie meine Frau sagte, wenn also ich würde sagen, über Gefühle geht. So ein Küsschen kann man geben. Auch auf den Mund von mir aus. Ne, Mund nicht. Okay. Mund geht mit Gefühle. Aber auf der Stirn, so Dankeschön-mäßig, so ein Kuss nicht. Oder so ein Abschiedskuss, okay. Weißt du? Ohne ja, Gefühle. Aber wenn Gefühle auftauchen, ist das schon dann in ist der passenden so Zeit, ja. Ist so das haben nicht erlaubt. Das ist schön, das geht schon mal in die schöne Richtung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, nein, eiskalt, ja. Nein. Wenn wir diesen Hadith jetzt hören, ohne zu wissen, zu wem wurde dieser Hadith gesagt, wer hat gefragt, wer hat den Propheten gefragt, sehr wichtig, ne? Wer war die Person und warum hat der gefragt und so weiter. Die Gelehrten waren durcheinander. Die sagen so, hey, okay, ist nein, haram. Aber was passiert jetzt? Jetzt haben die recherchiert und die finden einen Hadith mit der gleichen Frage auf den Propheten. Da hat ein anderer gefragt, darf ich meine Frau küssen? Was hat er gesagt? Ja. Jetzt sind wir offenbar durcheinander. Warum sagt er da ja und da nein? Genau. Bei dem ersten, war das ein jüngerer Mann, ne, der noch frisch verheiratet war. Ja. Und beim zweiten war das ein älterer Mann, der nicht frisch verheiratet war. Was ist der Unterschied, wenn du frisch verheiratet bist, kannst du deine Gefühle vielleicht nicht gut kontrollieren, genau, dass aus dem Kuss mehr als nur ein Küsschen geht während des Fastens, ja, genau, und so weiter. Grundsätzlich sagen die Gelehrten, wenn du das kontrollieren kannst, ist ein Kuss nicht schlimm. Wenn du es nicht kontrollieren kannst, lass es lieber sein, entferne dich davon. Genau. Nicht, dass ihr dann einander euer Fasten nehmt. Nee. Was ist jetzt passiert? Warum ich euch das sage, ist, wir sind nicht in der Lage, ich hätte das niemals gewusst, wenn die Gelehrten nicht recherchiert hätten. Heute sagen dann deswegen viele Gelehrte, es ist nicht mehr haram. Es gibt immer noch welche, die sagen haram, aber da haben wir zwei verschiedene Meinungen. Aber bei der Hundehaltung ist das so, also ich selber will es nicht riskieren, weil ich werde irgendwann mal unter der Erde liegen. Wir werden alle unter der Erde liegen. Ja. Ich will es nicht riskieren, dass ich dann deswegen, wegen einem Hund, natürlich, ich verstehe das, dass man zu einem Hund auch eine Beziehung aufbaut. Das ist doch normal, dass ein Tier... Ne? Das ist keine Beziehung, oder das kannst du Brahma nicht als Beziehung beschreiben, das ist so wie ein Mensch, Bruder, der nicht sprechen der nicht kann, sprechen kann aber das ist eine Beziehung. Aber er redet trotzdem mit dir, mit seinen Augen, mit seinem Körpersprache, genau, mit seinen Ohren. Und das verstehe ich. Das verstehe ich nur ganz kurz den Punkt. Ich verstehe das vollkommen. Aber ich möchte jetzt nicht riskieren, dass ich dann am jüngsten Tag wegen der Haltung eines Hundes zu Hause, weil ich zum Beispiel vielleicht das Geld entweder nicht hatte oder ich war, ich sag jetzt mal, zu geizig. Ihr habt das, Alhamdulillah, ihr habt hier so ein, ne? Also, oder ich war zu geizig, vielleicht, um für den Hund vielleicht mehr zu geben und zu sagen, Hannes, ich mache das so halal, wie es nur geht.
Das heißt, was hindert es daran, mich, ne? Inshallah, werdet ihr irgendwann mal ein Haus haben, ne? Ein größeres ist ja Haus auch das oder so. Ziel. Ist auch dann mein Ziel, Bruder. Ist auch mein Ziel. Also ich will jetzt als nächstes Haus holen. Das erste, wofür ich investiere, ist jetzt. Nur erstmal wegen Hund. Nur wegen Hund, Bruder. Damit ja, du, der Leier nicht ja, aber auch alleine das finde ich schön, dass du auf den Gedanken kommst. Erst der Leier, wir kommen nicht wegen Hund. Aber natürlich auch Familie zusammen in einem gut, Haus, aber genommen, ist dann genommen. Das ist der treueste Wesen überhaupt. Ich sag ja nicht, dass ein Hund schlecht ist. Nein, wir sagen ja auch nicht, dass du das sagst. Nur ein Hund darf kein sein, dafür. Ich sag nur, Haram muss Koran stehen. Wir werden ja auch am Ende des Tages, beim Tag des Gerichts, für Sachen vom Koran her zur Rechenschaft gezogen, oder nicht? Wenn ich jetzt hier. Auf einmal stehe ich und dann bewege ich bekloppte Sache nicht. Das ist normal? Nein. Dann sagt man, das ist nicht normal. Aber hast du nicht ein bisschen so ganz leichtes Gefühl, dass wenn du vielleicht, hast du nicht ein bisschen Angst, dass das vielleicht falsch ist? Ein bisschen? Nein. Gar kein bisschen Angst? Nein, dass du vielleicht weil Allah sagt so Ayah zu uns, wenn wir sterben, wir sind über Koran verantwortlich. Von Koran, Ayah sagt das. Mhm. Bukitab dann ja, von diesem Buch werden wir zur Rechenschaft gezogen. Das richtig, heißt, wenn es im Koran nicht steht, dass es haram ist, dann kann ich nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Im Koran steht drin, du musst dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehorchen, steht im Koran drin. Ja, ich sag ja, aber wir werden dieses Buch verantwortlich. Du sollst denken, ich wäre voll radikal. über dieses Buch sind verantwortlich. Da gehen wir Jannat und Jannat. Ich weiß, aber im Koran steht auch drin, dass wir den Propheten zuhören sollen. Natürlich zuhören sollen, aber nicht die Lüge. Aber ein Hadith gegen Koran ganz gegen kann nicht werden. Kann ist auch nicht. Dieser Hadith ist ja aber gegen. Nein, ist ja nicht. Du deswegen. Sagst Hadith haram, Koran sagt nicht haram. Nein, Koran sagt nicht. Koran sagt aber nicht zu Hause halten haram. Es steht im Koran zu Hause halten haram. Das steht nicht drin. Da steht aber auch viele Sachen drin, die haram sind. Da steht viele Sachen nicht drin, die haram sind. Ja, aber ist auch nicht haram. So, schmeiß mal. Das macht man nicht. Noch einmal zurück. Hast du Hunger? Also ich merke, gleich inshallah. Kann ich jetzt auch? Wir können auch essen und lass uns so langsam zusammenfassen. Ja, wir haben so echt viel geredet, Bruder. Ich weiß nicht, wie du schaffst. Eineinhalb Stunden. Das ist hart. Auf jeden Fall ein hartes Video. Ja, das sieht, also ich glaube, das wird auch zu lang, weil ich mir da 50 Minuten durchlaufen lassen. Also, ich muss das auf jeden Fall sehr, sehr krass. Was ich nur merke, ist jetzt. Also, was du erzählst, habe ich alles auch gelesen. Ich glaube dir auch. Aber die Hadith, guck mal, die Hadith sagen mir eindeutig. Unser der Mohammed spricht nicht gegen Koran. Spricht auch nicht. Also, Hunde steht im Koran 3 Ayat gut. Engel kommt nicht rein, nicht kleine Sachen. Es gibt Tafsir, ne? Es gibt Tafsir. Engel das heißt, kommt nicht rein, ist nicht kleine Sache. Das ist eine große Sache. Und du verlierst zwei Berge voller Hasanat. Ja, jeden Tag. Ja, deswegen, das muss Koran stehen, nicht bei Jagd und Benutzung. Geschlechtsverkehr ist ja was Schönes für viele Menschen, ist aber trotzdem haram, wenn du nicht verheiratet bist. Natürlich. Ist ja ein Riesenunterschied. Wenn ich jetzt aber das Anpassung. Was hat das mit dem Geschlechtsverkehr bei Hunden? Ja, weil ich sage, ja, aber haram, weil das steht ja nichts Schlechtes. Nein. Und Geschlechtsverkehr ist ja auch nicht schlecht. Es kann trotzdem unter Bedingungen haram sein. Und ein Hund ist auch unter Bedingungen haram. Das heißt, wenn ich ihn also zu Hause damit sagen, unter der Bedingung, dass der Hund zu Hause ist, genau, ist zum Beispiel. Das ist auch unter bestimmten Bedingungen kann etwas haram. Aber genau das müsste doch dann im Koran so stehen. Das wissen wir gar nicht. Aber wenn der Hund doch schon so erwähnt wird und gesagt wird, der Hund da und da ist gut, da und da ist gut, warum wird dann nicht der größte negative Punkt, dass Engel nicht nach Hause kommen, im Koran erwähnt? Musst du gar nicht. Warum musst du sowas immer erwähnen? Also, außerdem ist das eine Sache, die Wichtigste ist, aber die anderen Sachen erwähnt werden. Du hast ja selber dann sollte nichts erwähnt werden wie bei Katze und das gibt es dann dort auf der anderen Seite. Koran steht das nicht, genau. Ja, im Hadith. Hadith steht gut. Was du alles gesagt hast, habe ich alles gelesen. Ich bin nicht gegen Hadith, Gott sei Dank. So was gibt's nicht. Aber das Problem ist, manchmal kommt das vielleicht so rüber, als würde das musst du mir sagen, wenn die Hadithe nicht gibt, wir haben unsere Mohammed Sünnet nicht gelernt. Seine persönliche Meinung ist, dass du nicht sagst, für alle Muslime halal. Weil du das rübergemacht hast, es ist allgemein nicht haram und so. Verstehst du, was ich meine? Das Problem ist, guck mal. Nimm wenigstens die Sünde für dich mit, wenn das eine Sünde ist für dich. Ne? Wenn das vielleicht kein. Ist ja nicht verschwunden. Ich hoffe für euch und für alle anderen, dass das keine Sünde ist. Ich hoffe, dass das Allah das nicht anders tut. Ne? Aber wenn, stell dir mal vor, Allah rechnet das an. Und jetzt kommst du und sagst vor der Kamera, ein Hund zu Hause halten ist halal.
Und da glauben dir 100.000 Menschen. Genau. Und alle machen das. Und am Ende ist weiter. Kriegst du genau. Gesunde genau. Du nimmst die mit. Ich sage nicht, dass es deswegen ist. Ich sage auch nicht, dass es haram ist. Zum Beispiel, wenn ich sterbe, diese Frage kommt. Allah hat mir gesagt, du bist verantwortlich über Koran. Dann sage ich, Allah, warum hast du mir Mundjagen erzählt, genau. Aber nicht Melek? Das ist wichtig. Weißt du, ne? Melek muss es, Engel muss es stehen. Und ich bin verantwortlich vom Koran. Dann sagt Allah zu dir, es gibt Hadithe. Ja, ja, Hadith, aber Allah sagt auch im Koran, Hadith kann nie gegen Koran sein. Der ist ja nicht gegen Koran. Ja, aber Koran steht was Schönes, immer noch, sage ich. Hadith steht auch was Schönes. Ja, natürlich steht da auch Hunde schön und schlecht. Da steht nicht, Hunde ist schlecht. Doch, schwarzer Hund. Ja, aber das war damals, schwarze Hunde. Warum? Das war damals in der Wüste. Immer noch. Ja, aber zum Schluss hat die Leute das geglaubt. Die hatten keinen Namen. Die haben auch Hunde getötet damals. Ich weiß, ich weiß. Also, das war Hadith. Über Hadith. So viele Fehler gibt es. Wir glauben den Gelehrten, die Sachen, die mit dem Koran auf jeden Fall widerlegen, beweisen und darstellen können. Und in dem Viele Punkt muss man sehen wir kein sinnvolles Argument und keinen sinnvollen Punkt, der dann spricht. Okay, wenn es ganz hart, das muss ich nicht so machen. Zum Beispiel, sei Fadis, muss weg von Medien. Al-Murtad im Koran steht drin. Al-Murtad, ja. Derjenige, der die Religion verlässt, ja. Im Koran tötet ihn. Ja. Im Koran? Ja. Willst du das jetzt machen? Nein. Koran tötet nicht. Nein, Koran sagt das. Nein. Koran sagt, töte einen Murtad, töte einen, der Sinn macht. Sag, töte einen, sagt er auch. Nein. Doch? Nein. Murtad darfst du Koran nicht töten. Guck mal, das steht Ayat Bakar. Warte. Was steht da über Hadith? Ich hab die selber nicht schon. Warte. Die Frage ist, wärst du jetzt dafür, wenn es so wäre? Überhaupt nicht. Ja, also. Ich kann. Wenn die Menschen so sterben, von Religion raus, Islam raus und so sterben, bei Hallerne. Die werden bestraft. Okay. Da steht nicht töten. Wenn so sterben die Leute. Wenn die Leute so sterben, ja, jeder kriegt dann sein... wird bestraft, steht da. Bakara, Sure 117 Ayat. Aber wenn die von Religion raus und wieder Religion kommt, dann Allah kann verzeihen. Das ist Murtad Ayat, Bakara 117. Es gibt, soweit ich weiß, aber noch eine Ayat. Wenn du, wenn du Hadithe gehst, Murtad muss man alle sagen. Es gibt viele, viele Hadithe, die auch nicht stimmen. Jetzt, ja, aber bei Bukhari von, gibt es eigentlich nicht. Murtad heißt, von Religion rauskommen, Menschen. Ja. Du sagst, Koran steht das. Murtad, es steht. Nein. Muss mein Handy, kannst du mein Handy kurz holen? Nein, das steht nicht. Guck mal, Bakara. Da steht der Bakara. Ah, du hast ja auch. Du kannst auch Hunde gucken. Guck mal, Arabisch. Mhm, ich sag dir. Das ist gut. Warum habe ich diese Idee nicht? Bakara 117. Mhm. Über Murtad steht ja da. Okay, nee, das mit der Apostasie habe ich, wie heißt es mal, in Verbindung mit Hadithen und Koran, zum Beispiel, wenn wir jetzt von, wie heißt es mal, reden, Religion verlassen, hat gar nichts mit dem Thema zu tun, Bruder, eigentlich gar nichts für die, ja, Kamera. Aber du sagst ja, Wissenschaftler was gesagt, dann stimmt, das nein, hat er auch nein, gesagt. Nein, es gibt Hadithen. Vier Messeb sagt das. Die Hadithe sind falsch. Verstehst du, was ich meine? Vier Messeb sagt das. Ja, aber das sind die Hadithe, die sind da, ne? Im Koran steht drin, dass sie eine große Strafe kriegen, genau wie du gesagt hast. Ne? Das stimmt. Da steht nicht direkt drin. Nicht. Töten steht da nicht drin. Ich habe mich vertan, also nicht, dass du das brauchst. Nicht. Dann, wir reden sowieso dann gibt's nicht Menschen töten. Aber nur siehst du, du sagst, du hast dich vertan, nur, Bruder. Janne, nur im allein dieser Punkt zeigt doch schon, Janne, dass du dich auch als Mensch da tun kannst. Und, richtig, aber das mit den Hunden, das ist ein Problem. Der Koran sagt, töten nur im Krieg. Ja. Da dürfen wir töten. Weil Koran steht 103 Ayat und 3 Ayat ist sehr gut. Engel kommt nicht rein, ist nicht einfach. Ist nichts Einfaches, ist was sehr, sehr schwerwiegendes. Mein Allah mir erst sagen, Engel kommt nicht rein, haram, und der zu Hause, anstatt bei Jagen nützlich ist. Warum steht da nicht einfach, ja, richtig, der Hund du, was ich mein? Darf... Gibst du mir ein bisschen Recht? Ja, irgendwo ist es doch so. Ich verstehe dich. Aber gibst du ein bisschen Recht? Ich gebe dir recht bei dem, was du denkst. Ich verstehe dich. Und wenn Koran das... Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig.
Stell dir vor, du würdest das sehen und es wäre genauso, wie du es nicht gedacht hast. Was dann? Ist es aber nicht, Bruder. Wenn. Ich rede aber so. Wenn, ja, aber wenn du hast so viele Menschen hinter dir oder die anderen, so viele. Du sagst ja mir, warum riskiere ich? Warum riskierst du? Riskiert. Ja, aber ich brauche ja nicht riskieren. Ich habe da damit ja nichts zu tun. Warum? Ich habe ja gar keinen Hund. Du gibst ja das, aber. Ja, ich brauche auch keinen Hund. Aber das Wissen gibst du ja an. Ja, aber als Wissen gibst du ja. Wenn ja, klar. Nicht stimmt, warum sagst du nicht? Ja, weil ich gebe das Wissen der Gelehrten weiter. Das war's. Ja, aber wenn. Aber ich gebe nicht meine, wo ich sage, ja, ich glaube. Ich gebe auch Wissen von Gelehrten und Koran. Ja. Ja, aber ich habe ja. Das wäre jetzt ein Gelehrter, den du mir gezeigt hast, aber ich habe die Argumentation nicht von dir gesehen. Ich gebe auch Koran dazu. Hast du gehört? Ich gebe auch Koran dazu. Ja, ich weiß. Ist ja aber du musst, dir doch Koran die Tafsir mitgeben und die Argumentation. Hab ich ja gegeben, da war ja Tafsir. Nein, musst du auch mitgeben. Das heißt, du musst auch erklären, was der Hintergrund bedeutet. Jeder soll die drei Ayata gucken. Aber Übersetzung ist nicht sollen die alle übersetzen, Wissenschaft gucken. Das ist eine andere, genau, kann man gucken, genau. So, wir werden uns auf jeden Fall schon verstehen, weil die Kernaussagen werde ich da rausnehmen. Ansonsten würde ich sagen, dass hier diese Diskussion endet. Das ist einfach ein Video, okay Leute, ne, zu Verständnis, wo diskutiert wurde, okay, mit zwei Ansichten. Ihr habt euch diese Diskussion angeschaut und könnt euch selber ein Bild darüber machen. Und könnt gerne auch in den Kommentaren diskutieren, natürlich sachlich. Allgemein im Islam ist es wirklich so, es ist die Grundmeinung in der Sicht, gibt es kein Haram Halal bei Hundehaltung zu Hause. Im Islam an sich die Gelehrten sagen das so. Wenn du das natürlich so für dich empfindest, dann ist das auch für dich selber. Das heißt, du trägst das natürlich mit dir selbst. Ne? Das heißt, du selber. Und ich trage es auch mit mir selbst. Genau. Ne? Und ich gebe lediglich sozusagen das weiter, was ich von den Gelehrten kenne. Ich auch. Beziehungsweise du auch, ne? So wie du sagst. Vielleicht, wenn da welche sind, da kannst du es gerne nochmal irgendwie erwähnen oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, das wird so tief religiös hier. Ja. Und nicht, dass die Leute jetzt irgendwie denken, so, sie spielt eine auf Gelehrten oder was auch immer. Ne? So, nein, macht sie nicht. Ne? Und deswegen. Also, oder du kannst sowieso nicht auf Gelehrten spielen, weil das Wissen im Islam ist unendlich. Und das unendliche Wissen kann niemand haben, außer der einzig wahre Allah, der allbarmherzige Bruder. Genau, trotzdem also, haben wir natürlich Gelehrte, wir haben Wissen. Wir haben Wissen natürlich haben wir Wissende, aber die wissen auch nicht zu 100% alles. Ich gucke immer, wenn der Koran anpasst, Hadithe ist dann wichtiger Hadithe. Ja. Ich sage immer wieder, muss die Ayat ist von Allah gesagter Wörter. Mit Übereinstimmung. Einstimmung. Das sage ich. Also Leute, meine Mama und Papa gestorben. Bitte über meine Mama und Papa keine Beleidigung. Ach so, ja. Sowieso nicht. Ja, manchmal kommt auch schlechte Wörter, Kommentare. 90% gute Kommentare haben wir immer. Bei uns immer 95%, aber 10-5% haben wir negativ. Verstehe das gar nicht, weil vor allem, wenn du über Tote redest, dann gehen Mama, Papa sowieso. Ja, bitte nicht. Aber über Tote zu sprechen ist sowieso katastrophal. Ja, bitte nicht. Du kannst nicht so einfach um Verzeihung bitten. Ne? Ja, also du müsstest theoretisch dahin fliegen. Ja, du kannst ja nicht den Toten um Verzeihung bitten. Du musst zum Grab gehen und darum bitten, dass du sagst, dass bitte, dass er dir verzeiht. Und deswegen, ich möchte nicht Videos sein. Ja. Ich kann das nicht haben. Okay. Weißt du, deswegen bitte ich euch auch, Leute, seid respektvoll. Dafür, dass wir das jetzt erstmal auch mit meiner Mama gemacht haben, danke auch, dass du dabei warst. Und ich denke, in der Hinsicht kann man das Gespräch beenden. Ja. Wir hoffen, euch hat das Video trotzdem gefallen. Checkt auch gerne den Islam ab, er ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich mag deinen Kanal. Magst du meinen Kanal? Ja, und du kannst so schön singen. Salamu alaikum. Yalçın Baba hat euch alle lieb. Allah'a emanetsiniz. Öpüyorum sizi. Selamu alaikum.